das, was uns die letzten 100 Jahre so beflügelt hat in der Gesellschaft, dass wir uns so extrem weiterentwickelt haben, das ist einer Ressource zu verdanken. Denn wenn wir uns mal wirklich damit befassen, dann fällt uns auf, dass wirklich nahezu unser kompletter Lebensstil auf Erdöl basiert. Wenn man sich das anschaut, dann muss man sich fragen, kann unsere Gesellschaft ohne Erdöl auskommen? Und wenn man das mal weitertreibt, wenn man sagt, in 50, 100 Jahren wollen wir immer noch diesen Lebensstandard halten, dann gibt es gar keine andere Möglichkeit, als den Erdölkonsum zu reduzieren. Als wir uns damals genau diese Frage gestellt haben, ist uns aufgefallen, okay, wir verbrennen täglich 61% von diesem Erdöl, von diesem Rohstoff, einfach in unseren Verbrennungsmotoren, nur für unsere Mobilität. Dann haben wir gemerkt, okay, das ist die Chance, dass die Elektromobilität genau hier ansetzen kann und uns hilft, die Ressource Erdöl weitaus besser einzusetzen. Es ist so, dass die Menschheit sich fortbewegt, von A nach B. Und es ist so, dass der Mensch nun mal das Auto lieben gelernt hat, sich bequem fortzubewegen, gefällt ihm. Wir produzieren 80 Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Wenn man diese 80 Millionen Verbrennerfahrzeuge einfach durch Elektrofahrzeuge ersetzt, muss ich ehrlich zugeben, dass das nicht die Lösung für das komplette Problem ist. Wir müssen eigentlich dahin kommen, dass wir Fahrzeuge wesentlich effizienter nutzen und insgesamt global gesehen wesentlich weniger Fahrzeuge produzieren. Sono Motors baut auf zwei Säulen. Die erste Säule ist die Automobilfertigung. Also wir entwickeln ein Fahrzeug, was innovativ ist, zu einem guten Preis, das Auto für eine breite Menge. Die zweite Säule, das sind unsere Mobilitätsservices. Carsharing, Ridesharing und Powersharing. Und genau da setzen wir an und sagen wir, hey, das muss im Sion integriert sein. Die Idee ist, das Fahrzeug so vielen Benutzern wie möglich, so intuitiv wie möglich zugänglich zu machen. Wir bauen eine mobile Anwendung, die all diese Dienstleistungen ineinander integriert. In dieser Anwendung kann der Fahrzeugbenutzer seinen Sion anderen Fahrern, potenziellen Fahrern zur Verfügung stellen und kann seine Fahrt mit anderen Benutzern teilen. Jedes Mal, wenn ich mein Fahrzeug zur Verfügung stelle, kann es von jemand anders genutzt werden und ich verdiene dabei Geld. Wir haben beim Elektroauto eine riesen Batterie verbaut, die wir eigentlich nutzen können. Wenn wir mehrere hunderttausend Fahrzeuge auf der Straße haben, die alle möglich oder potenziell ihre Batterie zur Verfügung stehen können, dann haben wir einen Megaspeicher, der sich vernetzen kann und dabei hilft, ein ganzes Kohlekraftwerk oder mehrere Kohlekraftwerke vom Netz zu nehmen. Elektromobilität ist das eine, Mobility Service ist das andere. Wir müssen Elektromobilität effizienter nutzen. Die Chance, die wir haben, ist, dass wir von einem komplett weißen Blatt Papier anfangen. Wir können es komplett neu beschriften und komplett neu denken. Der Sion ist ein Puzzlestück in der nachhaltigen Mobilität. Er ist nicht die Antwort auf alle Fragen, aber er kommt an einen entscheidenden Punkt, um die gesamtheitliche nachhaltige Mobilität abbilden zu können. Was braucht es, um ein Auto auf die Straße zu bringen oder so eine Idee Wirklichkeit werden zu lassen? Auf jeden Fall ein bisschen Unbefangenheit und Vertrauen, dass diese Idee, die man da hat oder dieses Projekt, dass es auch Wirklichkeit werden kann. Für mich war das immer klar, dass wir das schaffen. Immer. Sono kann nicht warten. Wir wollen nicht darauf warten, dass sich etwas ändert. Der Wandel ist jederzeit möglich. Wir müssen es nur selber in die Hand nehmen.